Christian Racker, Rechtsanwalt aus Kärnten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, geschätzte Damen und Herren des Hauses. Unser geschätzter Bundespräsident hat einen klaren Satz einmal formuliert, nämlich die Schönheit der Verfassung und welche Möglichkeiten sie in sich birgt. Ich glaube, wir waren alle überzeugt davon, dass wir am 15. März, wie wir hier zusammengesessen sind, einen ganz klaren Auftrag und eine ganz klare Formulierung gehabt haben, nämlich hier einen maximalen Schulterschluss zwischen den einzelnen Fraktionen zu erzielen, um diese Krise zu bewältigen. Und jeder von uns wird Ihnen, liebe ÖVP, auch zugestehen, dass wir durchaus interessiert, bewegt und überzeugt davon waren, diese Lösung auch herbeizuführen. Doch wie Sie aus diesem Schulterschluss es geschafft haben, Misstrauen, Ungunst und heute eine Verzweiflung der österreichischen Bevölkerung herbeizuführen, das liegt einzig und allein in Ihrer Hand. Nämlich, ich möchte Ihnen auch aufzeigen, was Sie angestellt haben in diesen 6 Wochen. Sie sind hier herausgestanden am 15. März und haben gesagt, wir müssen dieses Epidemiegesetz ändern, weil es zwingend notwendig ist, dass wir die Bevölkerung vor dieser Maßnahme schützen. Sie haben zu keinem Zeitpunkt der Bevölkerung klargemacht, dass diejenigen, die heute zu Hunderttausenden auf der Straße sitzen, die zu Hunderttausenden ihr Unternehmen verloren haben, keinen Rechtsanspruch haben. Keinen Rechtsanspruch. Und liebe Frau Verfassungsministerin, Ihnen muss das ja die Nackenhaare verkehrt aufziehen, letztendlich, was wir heute hier nämlich im zweiten Anlauf beschließen. Sie haben die Schönheit der Verfassung benutzt und sind mit einem schottischen Breitschwert auf einen Bonsai-Baum losgegangen, um letztendlich diese Verfassung zu hebeln. Sie haben es geschafft, in 6 Wochen jegliche einzelne rechtliche Anspruchsgrundlage, was in der Verfassung festgelegt ist, zu missbrauchen. Ob das das Vereinsgesetz war, die Versammlungsfreiheit war, das Veranstaltungsrecht war, und jetzt selbst jetzt bei Ihrem Gesetz werden Sie nicht schlauer daraus. Nicht schlauer. Denn Sie gehen her und ich zitiere es aus dem Gesetz heraus, weil Sie sowieso der Opposition nie was glauben, dass wir gesetzliche Bestimmungen brauchen, die determiniert sind. Das lernt man in der ersten Vorlesungsstunde bei uns auf der Juristerei in jeglicher Universität. Und dann schreiben Sie gesetzliche Determinierungen hinein, nämlich das Zusammenströmen größerer Menschenmengen. Was ist das Zusammenströmen größerer Menschenmengen? Erklären Sie mir das, wie Sie das in einem Verwaltungsverfahrensgesetz, in einem Verwaltungsstrafgesetz denn festmachen möchten. Ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel, nämlich die Abstandsregeln. Wird man dann bei einer Verhandlung, wenn man die 1,5 Meter nicht abhalten kann, wird es dann einen Bescheid geben, der dann anfechtbar ist oder nicht? Das heißt, Sie haben Regeln aufgestellt in Ihrem Gesetz, die man nicht nachvollziehen kann, und damit lösen Sie automatisch eine weitere Möglichkeit aus, dass man zum Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof gehen muss. Und das haben Sie bis dato alles verabsäumt. Sie sind nicht in der Lage, aufgrund mangelnden Expertenwissens herzugehen, weil Sie sie auch außer Acht gelassen haben, hier klare Regelungen für die österreichische Bevölkerung zu schaffen. Und letztendlich müssen Sie sich im Klaren sein, dass Sie das am Ende des Tages zu verantworten haben. Daher kommen Sie zurück zum Parlamentarismus, kommen Sie zurück zur Begutachtung und lassen Sie auch das Parlament legistisch arbeiten. Danke.